Willkommen zurück zu einer erfreulichen Nachricht. Final Fantasy 8. Wir sind wieder mit Laguna und ich vergesse immer seinen Namen hier. Kyros unterwegs. Und sollen Sachen machen. Irgendwo ans Ende des Dorfes laufen. Um da Monster abzuschlachten oder sowas. Die lassen wir hier einfach mal in Frieden. Der baumelt, also so wie der hier durch die Gegend kraxelt, kann der eh nicht. Weil eigentlich ist das blöd, weil so steigen auch die GFs nicht. Gucken wir mal in die Kirche. Vielleicht finden wir hier ein Blumenmädchen oder so. Oh, das ist gar keine Kirche. Hier ist aber auch keiner. Hallo? Anybody here? Nix. Stimmt, Blumen habe ich gefunden. Kein Blumenmädchen, aber zumindest die Blumen. Wenigstens etwas. Na. Erster Patrouillengang beendet. Wir erstatten jetzt Bericht. Wem denn? Der Frau in der Kneipe? Sie heißt Rain. Sie hat mich gerettet, vergiss das nicht. Scheint eine naive Frau zu sein. Sie könnte leicht reingelegt werden. Reingelegt? Wir werden aufpassen, dass das nicht passiert. Wir reden später darüber. Okay, dann kommen wir jetzt wohl wieder zurück. Sehr schön. Ich glaube, ich... Hey, Laguna. Spielst du täglich dieses Patrouillenspielchen? Was meinst du mit Spielchen? Wolltest du nicht mal ein weltberühmter Journalist werden? Du kennst bestimmt die Timbermaniacs. Ich habe den Chefredakteur gesprochen. Sie würden jederzeit einen Reporter einstellen, der um die Welt reist. Das ist großartig! Wir sollten mal hingehen. Ja, klar. Nanu, hat Laguna auf einmal Angst? Angst vor der großen, weiten Welt? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es herausfinden. Aktuell sieht es fast so aus, als wäre das ein kleiner Schisser geworden. So. Oh, toll. Ich habe jetzt natürlich vergessen, meine GF anzujubeln. Egal. Eigentlich hier jetzt gerade bei Moment. Nee, Rauben ist aber fast oben. Nur noch 5 Punkte, das ist gut. Dann hoffen wir, dass wir diese 5 Punkte bald hinbekommen. Von was jetzt genau? Von Final Fantasy 8 oder? Ich kann doch nicht ich kann doch noch ein bisschen bleiben, oder? Willst du hier noch recherchieren? Über das Dorf könntest du viel schreiben. Scheint nett zu sein. Nein, nicht hier. Ich will nicht über das Dorf berichten. Ich meine, es soll doch keine Touristenstadt werden, oder? Du willst wohl Rain beschützen. Laguna, du hast dich verändert. Da, Monster! Ich glaube schon. Das ist die Remaster-Version, deswegen sehen die Figuren auch irgendwie detaillierter aus und nicht ganz so schwammig. So, Chance auf Erstschlag. Das nehmen wir doch in Kauf.
Achso, nee, auf dem PC. Hyper-Vibra. Oh. Den einen kann ich nicht mehr bewegen. Der ist enraged gegangen. Okay. Der hat die Made. Nee, das ist, wie gesagt, die PC-Version davon. Karbunkel hat HK plus, HPK bekommen. Ich glaube, er hat Karbunkel. Ja, sag ich doch. So. Den könnten wir jetzt... Nee, leider nichts. Achso, ja klar, nee. Alles gut, ich bin ein bisschen matschig im Kopf. So, was könnten wir ihm jetzt als nächstes beibringen? Heilmedizin, Kontern, Zustandsabwehr. Ach komm, Heilmedizin klingt ganz gut. Ich sehe hier keine Monster. Laguna, du. Schelm! Oh, sie ist weg. Wo ist sie denn hin? Ah, da oben. Was ist? Die Frauen sprechen gerade. Wir sollten sie nicht stören. Hey! Mein Instinkt sagt mir, dass wir zuhören sollen. Rain, willst du nicht Onkel Laguna heiraten? So ein Typ? Der hat rumgewinselt, als er hergebracht wurde. Und ich durfte ihn pflegen. Obwohl er Journalist werden will, benutzt er unanständige Wörter. Über ernste Themen will er gar nicht sprechen. Außerdem schnarcht er und redet im Schlaf. Aber ich mag Onkel Laguna über alles. Rain, Onkel Laguna und ich, wir wollen zusammenbleiben. Aber... Ich denke, dass er noch viel herumreisen möchte. Er ist nicht der Typ, der in so einem Dorf vergammelt. Es gibt halt solche Menschen. Irgendwie regt mich das auf. Magst du ihn nicht? Ich denke genauso wie, Elion. Elion? Huch? Willkommen daheim. Puh, wir sind gerade eben zurück. Reden wir mit der kleinen Berichterstatterin. Ja, du stehst mir im Weg, Kleine. Ich glaube, ich musste Pokeflöte einsetzen, um an dir vorbeizukommen. Kleines Moppelchen, du. Ich möchte jetzt einen Bericht erstatten. Es waren Wabbelwabbels und die Sumsums. Insgesamt haben wir 3 Viecher besiegt. Gute Arbeit. Ich werde mal das Essen aufsetzen. Ich rufe euch dann, wartet so lange im Zimmer. Ihr scheint müde zu sein, ruht euch erstmal aus. Yay, ausruhen, meine beste Disziplin, die kann ich richtig gut. Oh, hier dürfen wir nicht schlafen, na gut, dann gehen wir halt eben wieder zurück. Ob das Zimmer, von dem sie geredet hat, wohl das hier drüben ist? Hey. Blöde Gegner. Ja, Wabbelwabbels und Zumsums. Ich glaube, die heißen so gar nicht. Das ist voll der Troll. Aber das ist Wabbelwabbel. Also links Wabbelwabbel, rechts Zumsum. Komm.
Oh, Ifrit lädt aber schnell auf, fällt mir gerade erst auf. Meteorfeuer. Gib's ihm. Na. Okay. Manu Abakades. Sag ich ja. Aber jetzt sollten wir eigentlich, jetzt sollte eigentlich, yay, Diablos hat endlich Rauben. Ist das nicht herrlich? Das heißt, wir können jetzt endlich Diablos mal was anderes zuschustern lassen. Was kann Diablos noch so? Gegner 50%. Ja, auf jeden Fall Gegner 50%. Wahrscheinlichkeit für Zufallskämpfe wird halbiert. Das gefällt mir. Moment, was hat denn jetzt noch? Rauben hat er ja noch. Zeitwandler. Erzeugt Zeit- und Raumzauber aus Items. Ja, egal. Koppeln, Laguna. Ability. Moment mal. Ach so. Kiros hat das. Ha, geil. Der Befehl Angriff wird zu Rauben. Yay! Ach so, stimmt. Das ist eigentlich echt ganz gut. Dann nehme ich mal lieber Zeitwandler. Hast du völlig recht. Ich habe gar nicht mehr an, an Hast gedacht. Dann ruhen wir uns mal ein bisschen aus. Hm, nichts gefunden. Jetzt können wir hier zumindest mal schnell einmal abspeichern. So, ausruhen. Ja. So, jetzt ist Pause angesagt. Was ist los? Ab und zu denke ich an etwas Furchtbares. Wenn ich aufwache, bin ich ganz woanders und Elion ist nicht mehr da. Und Rain auch nicht? Warum denke ich an sowas? Was ist mit mir los? Hoffentlich bin ich noch hier, wenn ich aufwache. Lieber Gott, lass mich auf diesem Bett aufwachen. Du hast dich wirklich verändert, Laguna. Wo bin ich? Hallo, Xel? Warst du wieder drüben? Jo. Wie geht's Laguna? Keine Ahnung, hab ihn nicht getroffen. Es ist ja nicht so, dass ich alles über Wart weiß. Lagunas Trupp hat doch in Zentra schwer was auf den Deckel bekommen. Danach hat Wart angefangen, in so einer Art Gefängnis zu arbeiten. Wart langweilt sich zu Tode. Er träumt täglich davon, wieder mit Laguna in den Kampf zu ziehen. Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Frag mich was anderes. Irgendwie sieht das hier gar nicht so fröhlich aus. Die sitzen hier alle so im Kreis. Oh nein, ich weiß, was das ist. Oh, die warten jetzt auf Squall und dann ist das wieder so eine Entzugsgeschichte. Squall, du hast ein Problem. Wir wollen mit dir darüber sprechen oder so etwas. Oh, keiner mag solche Kreise. Du hast gesagt, Wart würde in einem Gefängnis arbeiten. Jo, genau. Dieser Wart ist doch ein Galbardianer, oder? Ja, und er ist Soldat. Yeah. Gefängnis bedeutet Ausbruch. Wenn, dann wollen wir es bunt haben. Hm.
Was wohl mit Squall ist? Ob er auch hierher gebracht wurde? Keine Ahnung. Okay, das kennen wir schon. Na gut. Reden wir nochmal mit den Leuten. Ich verstehe von all dem nichts. Aber wenn du nach drüben gehst, bist du doch Wart, oder Xell? Dieses Mal ja. Kannst du dich an diesen Raum erinnern? Woher sollte ich denn... Hey, das ist doch... Klar kann ich. Hör zu. In diesem Gefängnis hat Wart gearbeitet. Er war beim Reinigungsdienst. Da waren viele ähnlich große Räume. 100 pro. In Galbania gibt es ein Gefängnis, wo politische Gefangene inhaftiert werden. Ich glaube, dass Wart hier gearbeitet hat. Und wir sind bestimmt auch in diesem Gefängnis. Ein versuchtes Attentat auf die Hexe. Logisch, dass wir im Gefängnis gelandet sind. Wir haben uns dem Präsidenten widersetzt. Wir werden hingerichtet. Diesen Präsidenten gibt es nicht mehr. Galbadia wird jetzt von einer Hexe regiert. Was wird nun aus uns? Bestimmt nichts Gutes. Im Ernst, was wird aus uns? Außerdem, wo ist dieser verdammte Irrwein? Squall, wo bist du? Die Hexe hat ihn doch nicht etwa... Weil da habe ich abgespeichert und die Szene ganz aufgeguckt. Oh, wo bin ich? Ich habe gegen Idea gekämpft. Wurde ich verwundet? Wo ist die Wunde? Wir wurden umzingelt, galbadianische Soldaten. Genau, Cypher hat gegrinst, hat auf mich heruntergeschaut. Cypher! Die siebte Etage. Was? Wie? Was war das für ein Krach? Ein unsympathischer Typ. Euer Freund wurde gerade gefoltert und macht Krach. Wie? Was? Schnauze! Mach keinen Radau. Du scheinst wohl deine Lage nicht zu begreifen. Ob du mich verstanden hast, frage ich. Au! Was seid ihr denn für Penner? Aufhören! Ich hätt's fast vergessen. Sag bloß nicht, dass du Renoa bist. Renoa bin ich. So. Komm hier rüber, Schätzchen. Was hast du mit Renoir vor, du Arsch? Aufhören, verdammt. Hört auf, ich komm ja mit. Renoir. Es ist okay. Gehen wir. Wie armselig, selig Squall. Führt ihn ab. Ah.
Das sind doch Pokémon. Nun kannst du denken, was nun passiert. Was willst du wissen? Was sind die Seeds? Edia will es wissen. Seeds sind... Seeds ist ein Codename für Söldner des Ballantgarden. Die Seeds sind Kampfspezialisten. Ja, das müsstest du doch wissen. Ich bin kein Seed. Da gibt es doch ein Geheimnis, dass man nur richtigen Seeds erzählt, oder? Leider nein. Auch wenn das so wäre, glaubst du, ich erzähl's dir? Du stehst auf meiner Liste der Standhaften. Ich erwarte nicht, dass du gleich anfängst zu reden. Welch Ehre. Deswegen gibt's das hier. Auch wenn du nicht redest, wir haben ja noch deine Freunde. Die Lehrerin, der Kurier, der Hasenfuß, ich wette, der Hasenfuß hält das keine 3 Sekunden aus. Die anderen sind auch hier? Klar sind sie hier. Aber ich mag dich am liebsten, deswegen bist du als erster dran. Ich habe dich vermisst, Squall. Wie war mein Auftritt? Ich bin jetzt ein Hexenritter. Davon habe ich geträumt, seit ich klein war. Hexenritter. Dein romantischer Traum? Cypher, du bist hier nur der Folterknecht. Wie war das? Du bist doch nicht schon ohnmächtig? In dieser Szene musst du eigentlich deine Wut auf mich loslassen. Ah, der Hexenritter, der gegen den bösen Söldner kämpft. Wir werden viel Spaß haben, Squall. Enttäusch mich nicht. Draw Vita. Aua! Hat keinen Zweck. Hier scheint es ein Kraftfeld zu geben, das die Zauberwirkung mindert. Oh, das ist aber ein netter Löwe. Ja, bist du niedlich. Was war das für ein Krach? Schon wieder du? Das ist scheiße. Ich werde ihm helfen. Hey da, hör sofort damit auf. Genau, aufhören. Das werdet ihr noch bereuen. Die sind wirklich gemein. Alles wird gut. Es hilft zwar nur ein bisschen, aber... Vita. Oh, super. Und sie haben neue Freunde. So ist cool. Nochmal von vorn. Was sind Seeds? Warum widersetzen sie sich der Hexe? Die Seeds widersetzen sich der Hexe? Cypher, Sir, die Raketen sind abschussbereit. Verstanden. Der Ballantgarden wird zerstört, weil er Seeds ausbildet, die sich der Hexe widersetzen. Schwachsinn. Ich war mal Schüler dort. Ein bisschen schade finde ich das schon. Aber Edea hat es so beschlossen. Eben Pech. Hör auf. Wenn der Garten zerstört ist, beginnt die Seed-Jagd. Ich bin Edeas Hetzhund. Ich werde euch jagen. Du freust dich doch, Squall. Stirb mir nicht so schnell. Mach weiter. Wart mal ab.
Irgendwann wird Squall schreien, goldene Haare bekommen und hier durch die Gegend fliegen und alles kaputt schlagen, was in den Weg kommt. Willst du jetzt reden? Ich verstehe die Frage nicht. Witze reißen, was? Edea hat gesagt, dass ihr darüber Bescheid wisst. Rede endlich. Die Wahrheit über die Seeds. Die Wahrheit über die Seeds? Seeds ist die Söldnereinheit des Ballamp Gardens. Oder etwa nicht? Na, was ist, hm? Ich weiß von nichts. Wie lange soll das noch gehen? Ich kann nicht mehr. Scheiß auf mein Leben. Ich lüge ihn einfach an. Ich lüge ihn an. Scheiß auf mein Leben ist irgendwie falsch. Hm, wie war das? Blumen. Was? Die wahre Mission der Seeds ist es, Blumenkerne zu sehen. Sie verwandeln die Welt in ein Blumenbeet. Schwachsinn. Das ist die Wahrheit. Beim Anblick von Blumen verliert der Mensch den Kampfwillen. Wozu soll das gut sein? Sag bloß, die Seeds sollen Frieden stiften. Puh, ein Witzbold, was? Damit kommst du nicht durch. Wenn mein Land den Kampfwillen verliert, können wir ungehindert einmarschieren. Was? Hey! Pass auf ihn auf. Schichtwechsel. Und wir hocken hier immer noch. Was machen wir jetzt? Ich rede mal mit dem kleinen Freund hier. Hallo, kleiner Freund. Ich kann dir auf dem Schwänzchen rumtreten und rumbasteln. Okay, was ist mit dir? Was machen wir? Bleiben wir? Bestimmt werden die uns foltern. Das kann durchaus möglich sein. Wir können nicht bleiben. Xel, wir brauchen einen Fluchtplan. Hat jemand eine Idee? Wir können ihnen das Fell abziehen und uns damit verkleiden. War doch nur Spaß. Hat sich aber nicht so angehört. Hier können wir keinen Zauber anwenden, wir brauchen also Waffen. Wir müssen sie irgendwie zurückholen. Waffen? Meine Waffe sind die Fäuste. Vielleicht geht es auch ohne Waffen. Ist wohl mein Auftritt. Ich werde gehen und unsere Waffen wieder beschaffen. Ach ja! Xel weiß ja durch Wart, wo es hier entlang geht. In Wirklichkeit habe ich keinen Schimmer. Wart hat hier nur den Boden hier geputzt. Jo, ich werde das Kind schon schaukeln. Legt euch beide auf den Boden. Xel? Wow, echt cool. Wachen, hey, Wachen, Hilfe, kommt schnell. Was ist los? Die Mädels sind in einer Giftschlange, von einer Giftschlange gebissen worden. Nicht möglich. So. Dann gehe ich mal. Du willst mitkommen? Na gut. Aber fall mir nicht auf die. Fall mir nicht auf die Nerven. Oh. Ich und mein Pokémon. Das ist kein Digimon, das ist eindeutig ein Pokémon. Nein, hat er nicht. Nein. Ein Digimon hätte jetzt mittlerweile schon 30 Mal den Namen genannt. Ja, aber der kann reden. Pokémon kann nur seinen Namen sagen. Ist gar nicht wahr. Man kann auch die Klappe halten. Das ist kein Digimon. Nee. Eindeutig ein Pokémon. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht's runter. Gucken wir doch mal. Oh, wir können hier abspeichern. Abspeichern ist immer gut. Vermutlich muss ich eh nach oben. Kleinen Moment, können wir hier koppeln? Haha. Oh. Das ist nicht so gut. Ich
Er übernimmt. Lasst mich kurz überlegen. Ja. Irvine. Nee, ich will hier hoch. Waffen werden sicherlich ganz oben aufbewahrt. Na, guck mal einen an. Oh, da sind ja die Waffen. Ha, ich bin jetzt ein ganz toller. Sieh mal, das sind Zeitz-Waffen. Eine Gunblade? Da sind auch andere. Eine Peitsche, einen Nunchaku. Und Fäuste. Du, ein Ausbruch? Die gehören uns. Ja. Ach toll, der hilft uns ja richtig. Der komische Dude. Na komm. Was? Ich glaube nicht, dass der mit Nanaki verwandt ist. So, zurücklehnen und entspannen. Brothers macht das schon. Brothering. Flee, du riesiges, gehörntes Etwas. Du bist mit Team Rocket, wenn du sie siehst, auf dem Flug. Kann sein. So, yay, wir kriegen eine Potion und anderen Spaß. Da schaut ihr, hä? Genau, der Kleine freut sich auch sehr. So, die Waffen sind da. Ja, genau, ich mag die Edenkatzchen sehr. Sorry für die Verspätung. Unsere Waffen, Xel? Jo, wie versprochen. Super! Yeah, jetzt schlagen wir zurück. Okay. Okay. Puh. So, ausgezeichnet. Endlich mal wieder Sachen. Truppe. Selfie übernimmt. Moment, Selfie. Doch, Selfie übernimmt Rinoa. Und sie übernimmt ihn. War doch richtig so, oder? Gucken wir mal, ob wir jetzt alle hier. Toll, wir haben die ganzen natürlich auch. Super gut gekoppelt. Truppe. Selfie. Übernimmt Noah. Es wäre schön, wenn man zumindest. Ach so, haha, sehr witzig. Ich war ja vorhin mit den anderen beiden unterwegs. Das heißt, ich muss erstmal bei Cell einiges dekoppeln. Cell übernimmt Siren raus. Genau, Siren raus. So. Carbuncle darf drin bleiben. Diablos geht raus. Brother bleibt drin. Jawohl. So, auf Stärke. Und GF Draw Item. Ja. Passt. So, Christus. Was hat sie? Questkottel, Shiva und Ifrit. Ja, das ist in Ordnung. Ruhig optimal Stärke. Das ist auch okay. Jetzt fehlt mir nur noch Selfie, Siren und Diablos.
mit Zauber, GF, Draw, Rauben, Wünschelrute. Ja, check. Optimal. Optimal kann sie nicht. Weil sie keine Zauber zur Verfügung hat. Mal gucken, wer hat denn hier noch Zauber? Er hätte Zauber. Irvine. Und Rinoa. Ich glaube, sie nimmt mal von Rinoa die ganzen Zauber. Nee. Zauber, Rinoa. Alles. Wer soll Zauber empfangen? Selfie von Rinoa, bitte. So, jetzt kann Selfie nämlich auch optimal Magie machen. Hier sind also die Großmäuler, hm? Ja, zeigen Sie es diesen Knallköpfen. Ist es okay, dass wir aus Spaß Gefangenen foltern? Halt die Klappe. Hier sind sie, Mr. Biggs, Mr. Wedge. Biggs Wedge? Nein, die Typen vom Turm. Dass wir uns wiedersehen. Der Kampf in Dollet wird jetzt und hier entschieden. Nun, gegen Gefangene zu kämpfen, die unbewaffnet sind, erscheint ziemlich feige, aber das ist eben Pech. Die scheinen Waffen zu haben. Was? Na, los, Wedge! Aber an dieser Stelle erstmal einen Cut. Trollolol.